Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play-Projekt, was ich nebenher auch fortführen werde. Denn neben Zelda bin ich auch ein großer Liebhaber von One Piece. War das kurz, wie ich das schon etwas umgestellt habe? Da stellt sich nämlich jedes Mal. So, perfekt. Also, gut. Ich hoffe, das Video läuft bei euch flüssig. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt zu dem Video, bitte in die Kommentare schreiben. Ja. Das Spiel ist mit englischer Synchro. Kann man leider nicht ändern. Ja, aber ich denke, das macht nichts. Bei meinem Zelda Let's Play bin ich ja extra auf die Deutsche umgestiegen, aber ja. Hier wäre es etwas zu aufwendig. Und vor allem mag ich die englische Synchro bei One Piece auch ganz gut. Wobei die deutsche da wirklich nicht schlecht ist. Da gibt es bei weitem schlimmere Animes. Ja. Und ja, das ist nur mein Testspiel. Ich spiele das Spiel nicht blind. Ich habe das Spiel schon vor, ja, 2 Jahren oder ich so ziemlich kurz nachdem es rauskam, habe ich es durchgespielt. Und auch die 2 Nachfolgerteile. Alles 3 geniale Spiele. Und ja, ich möchte euch diese etwas näher bringen. Und das Let's Play soll nicht nur für One Piece Fans sein. Ihr solltet wohl schon ein bisschen eine Affinität gegen Animes haben. Also, wenn ihr Animes komplett hasst, dann ist das auch nichts für euch. Aber ich möchte euch die Charaktere und die Welt von One Piece anhand dieser Spiele etwas beibringen. Da hier sehr oder eigentlich ziemlich viele bekannte Charaktere von der Serie vorkommen, kann man darüber sehr viel erzählen. Ich starte jetzt erstmal das Intro. I try to come up with something that would fit each of you. Does it make me look cool? It's all right. Oh, not bad. Wow, this is great. Nice. Amazing! Well, Miss Navigator, I'd say you have pretty good taste. Isn't this cool? I look cool! Don't you think I look cool? I can't believe Nami made this for me. Fantastic! As long as it doesn't slow me down, I'm okay with it. Witness the sniping skills that make me the world-renowned Sniper Usa! I think your nose stands out more than your sniping. More important, everyone look! Look how super cool I am! Woohoo! Check it out! Are you making fun of my nose? I got this from my mother! What? You heard me. Okay, guys. That's gonna cost you each 100,000 berries. You're not getting my money! These pockets are huge! I'm gonna go see how much meat I can fit in them! Oh, no, you're not! Dim, dim, dim. Impossible. When we were at port, we stocked up. We got plenty. Luffy, yesterday, didn't you? That's right! Yesterday, me, Usopp, and Chopper ate it all in an eating contest. I forgot about that. Whew. Well, that's a relief. I thought for sure someone had stolen it all. That is not a relief. Run! We're about out of water now. Let's just hope we find an island where we can resupply soon. Yeah. Hey! Looks like I got something! Hey guys, check it out! What? Did you catch something we can eat? No, we can't eat it. I already tried. But it looks really neat, If we can't eat it, we don't need it. Man, this is useless. There's no islands anywhere around here. Maybe we just need a better vantage point. Here I go! Gum Gum Rocket! Hey, islands! Come on out!
Und los geht's. Ich finde auch den Humor des Spiels so genial. Auch wenn ich sagen muss, die deutsche Synchro gefällt mir wohl doch besser als die englische. Und die japanische gefällt mir am besten. Aber naja, vielleicht gibt es hier noch eine Untertiteloption. Mal nachschauen. Wow, I asked for an island to come out and one really appeared. I should ask for stuff more often. Guys, check it out. Huh? Oh no, no one's here. It looks like Thousand Sunny has disappeared too. Guess I better look around. Am I imagining things? Ja, hier ist unser Camp. Hier werden wir während unseres Abenteuers sehr oft zurückkehren. Praktisch unser Lager. Hier können wir, was ich jetzt auch gleich mal tun werde, speichern. Und aber nicht zurückgehen. Außerdem werde ich ein Safe State anlegen. Nur für den Fall. Ich spiele natürlich normalerweise nur mit den normalen Speicherpunkten. Außer ich beende irgendwie die Aufnahme wegen 15 Minuten Grenze oder so. Dann werde ich natürlich Safe Staten. Ja. Ich hoffe, hier gibt es nicht zu viele Frame-Einbrüche, aber das ist das One-Piece-Game. Und die drei One-Piece-Games für die Wii sind richtig genial. Ich finde, von allen Anime-Games, die es da draußen gibt, gehören die auf jeden Fall zu den Top. Ich finde zum Beispiel auch die Naruto Beat'em-Ups nicht schlecht für die Wii und für die GameCube. Aber das hier ist nochmal was komplett anderes. Ihr werdet auch bald sehen, wieso, weil es hat halt einfach so viele Rollenspielelemente. Richtig genial. Ja. Also wir können springen. Wir können rennen. Wobei das unsere SP unten links verbraucht. Und wir können natürlich schlagen. Am Anfang können wir noch nicht mehr machen als diese Zweier-Kombo. Aber das wird sich ändern. Und zwar, ja, kann man hier auch im Prinzip aufleveln. Nur levelt man nicht seinen Charakter, sondern seine Attacken. Also je öfters ich diese Zweier-Kombo gegen Gegner benutze, desto besser wird die. Ich weiß nicht, ob sich dann was an den Attacks-Attributen was ändert, aber wir bekommen dann bessere Kombos und Spezialattacken. Ja. Und entschuldigt diese Frame-Einbrüche. Ich hoffe, die passieren nicht so oft. Beim Testen lief es ein bisschen besser, aber da habe ich auch meinen Sound noch nicht mit aufgenommen. Ja. Durch diese kleinen Frame-Einbrüche kann es sein, dass die Zwischensequenzen leicht was Sprache und Bild angeht verschoben sind. Aber die Filmsequenzen, also die Anfangssequenz war mit Abstand die längste Filmsequenz. Ich glaube nur noch die Schlusssequenz ist ähnlich lang. Also dürfte das nicht so schlimm sein. Das meine ich mit ein bisschen out of sync. Das war aber beim Testen nicht bei allen Filmsequenzen so, also ja. Ich werde wohl versuchen, das mit Camtasia noch ein bisschen auszubessern, wenn das irgendwie funktioniert. Mal schauen. Und los geht's.
Ich bin noch. Na, kann man nichts ändern. Okay. Also, wir haben jetzt auch noch keine Karte, aber ich kann euch schon mal sagen, es gibt verschiedene Gebiete. Dieses hier, dieses Plains of Adventure, befindet sich in der Mitte von allen Gebieten. Und ja, wenn ich mich richtig erinnere, sind es 5 oder 6 Gebiete, die drumherum gelegen sind und die auch miteinander verknüpft sind. Also eigentlich ist das eine große Insel, die man frei erkunden kann, nach und nach eben. Hat ein bisschen was von Zelda. Ich schätze mal, deswegen finde ich es auch so gut. Gehen wir in das erste Gebiet. Fossil Beach. Ja, und jetzt kommen auch dann schon gleich unsere ersten Gegner. Ja, rechts ist unser Kombometer. Wenn wir die Attacken so ausführen wie rechts, dann bekommen wir eine extra starke Attacke. Ist mir zwar ein Rätsel, wieso hier gerade Marinesoldaten sind. Im zweiten wird im nächsten Teil von dieser One Piece Reihe wird das besser erklärt. Dort sind es so sich verwandelte Steine. Hier sind es einfach nur Marineleute. Naja, aber es macht Spaß. Ja, und den nächsten, den ich jetzt mit A haue, bam, kommt eine extra starke Attacke und lässt garantiert etwas droppen. Was auch sehr wichtig ist, es gibt nämlich hier eine Art Beutesystem. Es gibt allerlei Zutaten. Und es gibt ein Alchemiesystem, ja, Crafting halt eben. Und es ist manchmal sehr wichtig, Dinge zu sammeln. Deswegen sollte man auch die Büsche und so immer zerstören. Die lassen die Zutaten fallen, die man für Heilung braucht. Was natürlich später Chopper übernehmen wird. Also, dann fange ich am besten mal mit der Charaktererklärung an. Das hier ist Ruffy, oder Luffy, wie es im japanischen Original heißt. Er hat von der Gam-Gam-Frucht gegessen und ist deshalb ein Gummimensch. Er kann deshalb seine Körperteile ziemlich dehnen. Er hat auch noch ein paar andere coole Tricks drauf, die man später sehen wird. Ja, wir werden jetzt nach und nach die anderen der Crew finden. Und dann werde ich die auch erklären kurz. Ja. Man hat vorhin im Intro, also in dieser Sequenz gerade eben, noch den rothaarigen Shanks gesehen. Der ist so eine Art Vorbildfigur für Ruffy. Er ist auch einer der wenigen Piraten, die nicht plündernd und böse durch die Welt ziehen. Sondern ja. Und was es mit dieser Shanks-Gruppe auf sich hat, das wird man in diesem Spiel, werde ich auf jeden Fall später noch erklären. Die ist sehr wichtig. Und es geht weiter. Diese Pflanzen hier geben manchmal Honig. Manchmal sogar sehr oft, wie jetzt gerade. Braucht man für klebriges Zeug. Und ich glaube auch für Heilung. Und hier kommen die nächsten Gegner. Das Gute ist, aber nicht gut. Man kann auch aufsteigen. Und wir haben einen neuen Move gelernt. Gum Gum Gatling. Ja, und so werden wir nach und nach mehr Moves freischalten. Bis wir dann unsere Special-Attacke bekommen. Ja. Das Schütteln an den Bäumen bringt auch etwas. Manchmal hängen da diese blaue Früchte. Die sind auch sehr wichtig für Sanji, der unseren Koch. Der kann damit leckeres Zeug herstellen. Ich werde das Spiel erstmal so normal durchspielen, also nicht darauf achten, alle Geheimnisse mitzunehmen. Und werde dann eventuell, wenn ich mit einem Gebiet fertig bin, nochmal in dieses zurückkehren und dann alle Geheimnisse holen, wenn ich storymäßig so weit bin, dass ich sie auch holen kann. Denn es gibt dann auch immer wieder Geheimnisse, die man am Anfang noch nicht bekommt, weil eine gewisse Fähigkeit fehlt. Wie schon gesagt, das hat sehr viele Zelda-Elemente. Man hat unten rechts, sieht man es vielleicht, auch ein Inventar.
Ah, dazu kommen wir später. Ich spiele das Spiel übrigens gerade mit dem Xbox-Controller. Ich finde, das funktioniert echt gut. Mit der Remote wäre auch kein Problem und werde ich vielleicht auch später wieder drauf umsteigen. Aber es ist so einfach angenehmer, weil ich auch andere Spiele noch mit dem Xbox-Controller spiele. Bam! Ja, was soll man kurz sagen? Das Kampfsystem fühlt sich einfach gut an. Und es wird auch später noch richtig schwer bei den Bossfights. Ja, und schon Medicine Plans braucht man natürlich auch für allerlei Medizin, wie der Name schon sagt. Diese Pflanzen hier heilen uns. Das Einzige, was ich vielleicht an diesem Spiel aussetzen kann, was die Nachfolger dann verbessert haben, ist, dass man beim Rennen SP verbraucht. Und die SP regeneriert sich nicht von alleine. Beim zweiten Teil, nenne ich es jetzt einfach mal, also Unlimited Cruise für die Wii, füllt sich SP, die man durch Rennen verbraucht, wieder von alleine auf. Ja. Aber hier ist das Rennen wohl eher dafür gedacht, um auszuweichen. Auch okay. Man kann auch Gegner anvisieren. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen, weil ja, es geht meistens und gegen einen Gegner geht es auf jeden Fall immer gut. Aber bei vielen Gegnern kann das schon mal unübersichtlich werden. Ja. Hopp. Wir dürfen natürlich nicht ins Wasser. Alle Piraten oder Menschen in diesem Universum, die von einer Frucht gegessen haben, von einer Teufelsfrucht, können nicht mehr schwimmen, so auch Ruffy. Ja, aber auch die anderen Crewmitglieder bekommen Schaden, wenn sie ins Wasser fliegen. Da. Aber das Game ist zum Glück relativ fair, was das angeht. Man kann nicht von alleine reinlaufen, nur wenn ich jetzt springen würde, würde ich reinfallen. Also es gibt ja auch nicht so oft unsichtbare Wände, sondern eher so eine Art Sprunghilfe, dass man nicht daneben springt und so. Finde ich ganz gut. Das nimmt zwar ein bisschen die Schwierigkeit von den Jump'n'Run-Parts, aber das ist okay. Ja, jetzt geht's in eine schöne Höhle. Wieder eine Zwischensequenz. Ja, ausweichen kann man auch auf eine andere Art. Ja, nicht alle auf einmal. Ich kann nur einen abwehren. Bam. Da sieht man es links unten auch. Gam Gam Whip Level 3. Das ist diese Zweier-Kombo. Das war's, ja. Und dann bekommen wir den ersten Part unserer Crew zurück. Oh, you're back, Luffy. I was just about to commence my own count. Good to see ya. Well, good luck, guys. I'm sure we'll meet again someday. But why? Huh? Man, you have no manners at all. As I said, we're both pirates. We'll meet again on the ocean sometime. I mean, what are you babbling about? Just get on. Huh? Come on, we're friends now. Nami, you are my friend. Right. No, I don't have any human friends. I'm a monster. I'm not like you. And I'm not your friend. But come again. Shut up, let's go! Einfach genial, diese Rückblenden. Das waren die Momente, in denen sich die Crewmember dazu entschieden haben, in Ruffys Crew zu kommen. Ich empfehle euch wirklich stark, das Anime zu schauen. Ich habe es mir auch erst vor ein paar Monaten wieder komplett von null angeschaut. Ich werde in der Videobeschreibung auch einen Link zu einer guten Anime-Seite geben. Ja, lohnt sich einfach. Auch das Manga ist gut, also für diejenigen, die Anime vielleicht nicht so mögen und Manga eher,
auch gut. Amazing! That was... Yeah, sure brings back memory. Hold on, Luffy. What is that? Yeah, isn't it neat? I picked it up while I was fishing. It's a mystery jewel. While fishing? You sure know how to be random. Oh well, give it here. Huh? It could have some kind of history. It could also be valuable. Come on. No way! This was given to me! Given? You just said you found it. Well, that's how it seemed anyway. I don't care. Just hand it over. No! Hey, Luffy, where are Zoro and Sanji? And... Huh? You mean they weren't with you? No, we're together because we happened to be thrown in the same direction. And when we started looking, those Navy guys showed up. There were 500 of them, but I resolved myself to face them all alone. Okay, let's go find Zoro and the others. Right! Yeah. Hey! I haven't finished my story! Genial. Ja. Ich werde diese Episode in zwei Parts splitten und ja, gleich, also ja, zusammen hochladen. Das heißt, 15 Minuten je. Das heißt, ich werde noch ein bisschen weiterspielen. Denn jetzt können wir unsere Charaktere wechseln. Zum Beispiel Chopper. Chopper hat auch eine Frucht, also eine Teufelsfrucht gegessen. Und zwar die Mensch-Mensch-Frucht. Und ja, er war eigentlich ein Rentier. Und jetzt kann er zwischen verschiedenen Formen hin und her wechseln. Ja, hier zum Beispiel. Und die andere Form bekommen wir erst später. Kommen wir ja später. Dann gibt es noch Nami, die Ex-Diebin. Die kämpft mit ihrem Stab. Die kann, glaube ich, schon. Ja. Okay. Ja, man kann am Anfang recht wenig attacken, aber das wird sich schnell ändern, wenn man mit den Charakteren spielt. Und dann gibt es noch Lysop, den Lügenkönig. Er ist der Fernkämpfer der Gruppe. Einer von, ja, ich sag mal, drei richtigen Fernkämpfern. Die anderen beiden kommen noch, weil die nicht hundertprozentig Fernkämpfer sind. Ja. Ich werde erstmal eine Runde mit Lysop spielen. Den aufzuleveln bringt es nämlich für die ersten paar Endgegner. Fernkampf ist immer gut. Ja, und jetzt kommen wir zu der Art Quest-System, die es hier gibt. Sobald wir den Punkt finden, der müsste hier irgendwo sein. Okay, die Blumen trifft man schlecht mit Lysop, deswegen wechsle ich doch nochmal kurz zu Nami. Ja, hier ist es, genau. Ihr seht hier eine Wand mit Rissen drin. Und hier gibt es dann eine Quest dazu. Talking about. Sure I do. When I get hungry, I'm less powerful too. You really need to let it go, Luffy. Ja, ein Orb-Use-Spot. Und zwar geht es da eben darum, diesem Orb genug Power zu geben, indem wir ihn verschiedene Arten von Items füttern. Wie ihr hier seht, wenn wir ihm die neuen Honig geben würden, dann gäbe es uns plus 1 OP. Wenn wir ihm die blaue Frucht geben würden, hätte es gleich plus 3 OP. Hier wäre es weniger als 1 und hier auch weniger als 1. Meistens hat das was mit der Farbe der Items zu tun. Die blaue ist bei der blauen Kugel besonders effektiv. Später wird es auch noch andere Kugelarten oder Kugelfarben geben. Da sind zum Beispiel bei der grünen Kugel sind dann diese Kräuter wirkungsvoller. Ja. Geben wir erstmal das Minimum und noch ein bisschen Honig, damit wir nichts verschwenden.
Und jetzt können wir es aktivieren. Und ja, ich weiß, ich bin fies, aber hier endet die ersten zwei Folgen dieses Let's Plays. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefällt. Wie schon gesagt, schaut euch das One Piece Anime an, falls ihr das bisher noch nicht getan habt. Das kam zum ersten Mal 1997, also das Manga kam zum ersten Mal 1997 raus. Ja, das hat schon eine lange Geschichte. Mittlerweile ist das Anime bei... Oh, lass mich nicht lügen. Ich glaube, um die 500 Folgen. Ich verfolge es immer noch. Es kommt jeden Sonntag auf Japanisch raus mit englischen Untertiteln. Einfach genial. Ja, und das wär's dann. Ich mache hier einen Safe State. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Headset-Sniper.